Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer ganzen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten Land vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Südkorea. Ganz wichtig an dieser Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Ja, und über die verlinkten Zeiten unten in der Videobeschreibung könnt ihr auch Kapitel direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch hier oben auch noch einmal verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und ich will sagen, ja, manche Details können sich auch einfach geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf eine Information auf diesem Video hier verlassen, sondern euch darüber hinaus auch informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Ja, so dann, wir beginnen mit Tipps zur Anreise. Die Hauptstadt Seoul hat zwei Flughäfen, den neueren Incheon auf einer dem Land vorgelagerten Insel und den älteren Gimpo etwas näher an der Stadt gelegen. Beide sind jedoch groß als internationale Airports gestaltet, wobei Gimpo mehr Kurzstrecken bedient. Die Fahrt vom Incheon nach Seoul City dauert mit dem PKW übrigens 45 Minuten. Beide Flughäfen sind an das Eisenbahnnetz angeschlossen und somit erübrigt sich eigentlich jede Bus- oder Taxifahrt. Seoul wird aus Deutschland zum Beispiel direkt mit der einheimischen Linie Korean Air angeflogen. Daneben gibt es viele weitere Wege mit Umstieg, zum Beispiel über Dubai oder China. In meinem Fall bin ich über Peking, also China, gekommen. Am Rande, für China benötigt man übrigens ein Visum. Bis zu 24 Stunden darf man sich ohne ein solches innerhalb des Transitbereichs im Flughafen aber dort ohne Probleme aufhalten. Die Einreise. Am Flughafen Incheon gibt es zwar mehrere parallele Einreiseschalter bei der Immigration, aber in meinem Fall stand ich eine ganze Stunde in der Schlange. Schon im Flugzeug wird eine Arrival Card und eine Zollerklärung ausgeteilt. Notfalls gibt es diese Papiere auch direkt vor der Immigration, welche dann spätestens beim Durchgehen auszufüllen sind. Das Ausfüllen während des Fluges spart also Zeit. Am Schalter werden die Arrival Card und der Reisepass vorgelegt. Über ein Computerterminal werden beide Fingerabdrücke der Zeigefinger genommen und es wird außerdem noch ein Foto vom Einreisen gemacht. Für die Ausreise muss natürlich auch der gleiche Reisepass vorgelegt werden wie bei der Einreise. Nach der Immigration kann man die Koffer vom Band holen und beim Zoll gibt man dann noch die Zollerklärung ab. Land und Leute. Korea ist sehr bergig, bis zu 70% und zudem weist Südkorea eine hohe Bevölkerungsdichte auf. Während die Berge oft dicht begrünt sind, macht sich in den Tälern der Mensch mit seinen Bauten, Straßen, Reisfeldern, Gewächshäusern und Städten breit. Da Südkorea eine, ja, durch seine isolierte Lage nur beengte Platzverhältnisse bietet und durch die Demarkationslinie entlang des 38. Breitengrades von der restlichen kontinentalen Landmasse getrennt ist, braucht die Behausung der Bevölkerung eben ihren Platz. Man findet oft Hochhäuser. Große Städte gleichen an manchen Ecken einer Betonwüste. Die Ausmaße des Landes sind also überschaubar, ganz grob so mit 400 mal 200 Kilometer. Der Südkoreaner selbst ist sehr freundlich und hilfsbereit, man wird aber eher seltenst einfach so angesprochen, wie man das zum Beispiel aus Thailand oder den USA herkennen möge. Möglicherweise trägt auch hier die sprachliche Barriere ihr Übriges dazu bei. Auch wenn man als Europäer kein Koreanisch beherrscht, kann man sich dennoch mit Englisch durchschlagen. Die wichtigsten Verkehrsschilder und auch der öffentliche Personennahverkehr sind teils zweisprachig ausgelegt. Die Koreaner sprechen indes nicht viel Englisch, für die Grundverständigung genügt es gerade so. Je weiter man sich aufs Land hinaus bewegt, desto mehr nehmen die englischen Sprachkenntnisse ab. Der Südkoreaner ist aber auch auffällig technikaffin. In den öffentlichen Verkehrsmitteln wird ständig am Smartphone herumgedaddelt. Entsprechend hoch ist der Netzausbau und auf vielen Dächern sieht man natürlich dann auch viele Handymasten. Das Klima. Südkorea liegt noch halbwegs in der gemäßigten Klimazone, etwa auf Höhe Norditaliens. Demzufolge ist die Luftfeuchte mit der Mitteleuropas zu vergleichen und es herrscht folglich keine Schwüle wie in Indochina. Zum Zeitpunkt meines Besuchs im Mai war purer Sonnenschein vorherrschend mit Temperaturen um 18 bis 25 Grad. Zur Jahresmitte, zum Beispiel im Juli, ist laut einem Tourführer Monsunzeit und es kann verstärkt auch länger regnen. Kommen wir zur Energieversorgung. Das Stromnetz basiert auf 230 Volt. Adapter sind keine nötig, da es sich um die gleichen Steckdosen wie in Deutschland handelt. Und ansonsten gab es keinen einzigen Stromausfall, das heißt, das Netz ist sehr stabil.
Kommunikation wird wie in vielen Gegenden Asiens sehr groß geschrieben. Fast jeder daddelt auf seinem Smartphone herum. Demzufolge kann man nicht nur am Flughafen, sondern auch in Seoul an vielen Ecken Smartphone-Zubehör und SIM-Karten erwerben. Die Netzabdeckung bewegt sich auf einem hohen Niveau. Man sieht also deutlich mehr GSM-Antennen im Stadtgebiet, als man es aus unseren Breiten her kennt. Internet ist im Hotel meist gratis. Auch viele belebte Plätze und ganze U-Bahn-Stationen und Züge sind per WLAN ausgeleuchtet. Ein Anbieter dafür nennt sich Olé, für den man allerdings einen Account vorweisen muss, beziehungsweise es gibt auch zeit- und volumenabhängige Bezahlmodelle. Sprechen wir übers liebe Geld. Landeswährung ist der Won. Das Preisniveau in Südkorea entspricht dem Deutschlands. Die Preisangaben bewegen sich im Tausenderbereich. Im Kopf kann man das ganz gut abschätzen, indem man zum Beispiel von 10.000 Won die letzten drei Stellen abstreicht und nochmal gefühlt 10-15% abzieht, dann kommt man überschlagsmäßig schnell in die Größenordnung des Euro-Wertes. Folglich kostet ein Menü bei einer Fastfood-Kette auch ca. 8.500 Won. Bezahlen kann man fast überall mit Kreditkarte. Für Karten, die in Verbindung mit einer Unterschrift arbeiten, gibt es neben dem Lesegerät kleine Terminals, auf denen man mit einem zugehörigen Plastikstift einfach digital unterschreibt. Verpflegung und Essen. Dinge des täglichen Bedarfs kann man in Supermärkten kaufen, zum Beispiel Topmart, deren Häufigkeit in den Großstädten allerdings nicht so üppig gesät ist. Öfter trifft man eigentlich eher auf Convenience Stores wie 7-Eleven, CS25 oder C4U. Hier kann man auf die schnelle Getränke, Knabberkram und Snacks kaufen. Die Speisekarte in Korea ist indes extrem vielfältig. Vorherrschend ist die traditionelle koreanische Küche. Allerdings hat man allseits auch die Chance, sich westlich zu ernähren. Die amerikanischen Fastfood-Ketten treten in den großen Städten in typischer Häufigkeit auf. Während man in traditionellen koreanischen Restaurants im Sitzen barfuß diniert, wird in den großen U-Ketten der US-amerikanischen Restaurants mit Wait to be seated gearbeitet. Für den schnellen Wachmacher zwischendurch gibt es auch außerdem viele Kaffeehausketten. Öffentliche WCs sind übrigens in fast jeder U-Bahn-Station zu finden. Hotels finden sich in vielen Preis- und Ausstattungsklassen. Besonders in den großen Städten kann die Preisspanne aber auch schnell im oberen Bereich rangieren. Eine vorherige Recherche lohnt sich also, sofern man Geld sparen möchte. In Seoul war ich zum Beispiel im YMCA direkt in der Innenstadt preiswert untergebracht. Die Zimmer sind allerdings sehr klein, bieten aber alles Nötige. In kleineren Orten findet man oft mit Tourist Hotel betitelte Hotels. Man kann meist mit Kreditkarte bezahlen. Wi-Fi ist sogar noch eher im Übernachtungspaket enthalten als das Frühstück. Wenn man entlegenere Landesteile und vor allem kleinere sogenannte Gästehäuser ansteuert, ist es möglicherweise ratsam, sich einen Zettel mit koreanischen Standardsätzen zurechtzulegen, à la haben Sie ein Zimmer frei für XY Nächte. Zur entsprechenden Erstellung kann ein Online-Übersetzer helfen. Zum Anmieten eines Fahrzeugs braucht man einen internationalen Führerschein. Dieser wird bei Fahrzeugentgegennahme akribisch geprüft. Und man muss zum Beispiel auch darauf achten, dass das Ausstellungsdatum auf dem Dokument korrekt aufgetragen ist. Und ansonsten, Fahrzeuge findet man natürlich über die üblichen Online-Broker. Das Tankstellennetz ist von guter Dichte. Die Firmenketten lauten zum Beispiel SK oder Hyundai Oil Bank. Es gibt fast immer einen Tankwartservice, der das Befüllen des Fahrzeugs vornimmt. Das ist auch insofern sinnvoll, als die Kraftstoffarten oft nur mit koreanischen Zeichen betitelt sind. Es herrscht Rechtsverkehr. Generell ist der Individualverkehr sehr dicht und man muss für Strecken schon einiges mehr an Zeit einplanen. Staus und zähfließender Verkehr sind allgegenwärtig, besonders nachmittags und abends. Die Parkplatzsituation in den großen Städten ist fast nicht vorhanden und man kann sich bei den Hochhausbauten und vielen Menschen ohnehin die Frage stellen, wo die ganzen PKWs alle so parken. Für die Metropolen ist ein PKW also nicht unbedingt zu empfehlen und man sollte auf den öffentlichen Personennahverkehr zurückgreifen. Einige Strecken sind zudem mautpflichtig, unter anderem auch die Brücke vom Flughafen Incheon rüber aufs Festland. Motorradfahrer verhalten sich im Übrigen generell wie, also im Gegensatz zu Indochina, wie PKWs, also eben auch wie in Deutschland, und deren Verhalten ist daher gut einzuschätzen. Dennoch vollziehen die koreanischen Fahrer gern mal unverhofft einen Spurwechsel. Häufiges Hupen ertönt daher schon häufiger im Straßenverkehr, als wir das von Deutschland her kennen. Blau abgetrennte Fahrspuren sind im Übrigen für Busse reserviert. Zugfahren in Südkorea. Das Land ist von zahlreichen Bahnlinien durchzogen, zum Beispiel der KTX.
Mit Hilfe der Hochgeschwindigkeitszüge bis zu 300 km/h ist die Distanz zwischen Seoul und dem südlich gelegenen Busan in 2,5 Stunden zu schaffen. Die Kosten betragen ca. 110.000 Won. Vor der Zugfahrt bucht man zum Beispiel über das Internet eine Strecke oder alternativ am Schalter im Bahnhof vor Ort. Es kommt kein Schaffner, um die Karte zu kontrollieren. Hier basiert das auf Vertrauen. Eine Bodenmarkierung in der Seoul Station titelt dazu: We trust you, only paid customers cross this line. Südkorea, wie auch Japan, sagt man nach, sie seien sehr sicher, was die Kriminalität betrifft. Das ist auch kein Wunder vor dem Hintergrund des Wohlstandes. Gerade an touristischen Punkten sieht man viele Leute mit hochwertigen Kameras. Man könnte mancherorts auch gar von "Wer hat das größte Objektiv?" sprechen. Nicht zu vergessen die unzähligen Passanten, die stets in aller Öffentlichkeit ihr Smartphone oder Tablet der neuesten Generation bedienen. Eine Unsicherheit besteht da schon für Südkorea eher beim nördlichen Nachbar. Viele U-Bahn-Stationen in Südkorea erscheinen bewusst tief unter die Erde gebaut. An ihren Eingängen sieht man oft ein Schild: Shelter für Bunker. Die Bevölkerung zeigt sich gut situiert, man sieht kaum Bettler oder Armut. Dunkle Gestalten, denen man hierzulande wahrscheinlich eher von Natur aus dem Weg gehen würde, sieht man de facto nicht. Das öffentliche Leben basiert in besonderem Maße auch auf Vertrauen. Speziell Seoul. Ja, in Seoul leben ca. 10 Millionen Menschen und in den urbanen Gebieten nochmals weitere 10 Millionen. Das macht also auf engem Raum 20 Millionen Menschen. Damit rangiert die Stadt unter den Top 10 der weltgrößten Städte wie Mexico City oder Sao Paulo. Hochhausbauten prägen das Stadtbild und inmitten dessen drängt sich dicht und langsam der Verkehr. Parkplätze sind Mangelware und mit dem ÖPNV ist man ohnehin schneller unterwegs. Das Metronetz in Seoul ist sehr engmaschig und extrem gut durchdacht. Die Linien werden in Kennfarbe und Nummer sowie Buchstabe unterschieden. Um den Überblick der vielen Linien nicht zu verlieren, empfiehlt es sich auf jeden Fall, eine Smartphone-App mit dem Liniennetzplan zu installieren, damit man stets nachsehen kann, wo man lang muss. Die vielen Ausgänge der Stationen sind durchnummeriert. Für das Metronetz kann man am Automaten entweder einzelne Fahrten lösen oder man holt sich gleich eine aufladbare Karte zum Preis von 2500 Won, die man sogleich danach mit Kredit, idealerweise gleich 10.000 Won, füllt. Einzelne Fahrten schlagen entfernungsabhängig mit wenigen Won zu Buche. Diese RFID-Karte wird an den Ein- bzw. Auslassgates an den Schranken aufgelegt und man kann die Station betreten bzw. verlassen. Zu den Highlights der Stadt gehören unter anderem das Altstadtviertel, also ein klassisches Hanok-Dorf, Bokchon, im nördlichen Teil der Stadt, die Palastbauten oder der Namsan-Park mitsamt dem Seoul-typischen Fernsehturm. Shopping funktioniert im Stadtbereich an vielen Orten, unter anderem aber auch in den Metrostationen im Untergrund, die weitläufig ausgebaut und mit unzähligen belebten Geschäften bestückt sind. Wer in Sachen Elektronik einkaufen will, ist im Yongsan Electronic Market nahe der Yongsan Station gut aufgehoben. Gegen Abend verlagert sich allerdings das öffentliche Leben von den großen Haupt- in die kleineren Nebenstraßen, in denen die Geschäfte mit Leuchtreklame um Kunden buhlen. Öffentliche WCs gibt es in fast jeder Metrostation. Speziell DMZ. Ja, die Grenze zu Nordkorea ist von Seoul nur ca. 40 Kilometer Luftlinie entfernt. Auch wenn sie zu den bestgesichertsten Orten der Welt gehört, hier stehen sich nach wie vor zwei hochgerüstete Armeen gegenüber, so werden von diversen Anbietern sogenannte DMZ-Touren zur Besichtigung angeboten. Ganztagstouren kosten je nach Anbieter ca. 100.000 bis 150.000 Won. Manche Reiseberichte sind geteilter Meinung darüber, ob eine solche Tour zum Besuch Südkoreas gehört oder nicht. Wer die Geschichte Koreas insgesamt verstehen will, sollte dies jedoch wagen. Touren können kurzfristig abgesagt werden, sollte es zu irgendwelchen Vorkommnissen an der Grenze kommen. Wichtig: Reisepass am Tourtag nicht vergessen. Es ist außerdem eine angemessene und respektvolle Kleidung zu tragen, also kein T-Shirt ohne Kragen, kein Schriftaufdruck, keine Landesflaggen, keine Slogans, keine Sandalen. Blaue Jeans sind aber okay. Die Tour muss mindestens 48 Stunden vorher gebucht werden, weil die Reisepassnummer vom US-Militär geprüft wird. Während der Tour besteht die Möglichkeit zum WC-Besuch und man hält zwei- oder dreimal an kleineren Verkaufsstellen, unter anderem zum Beispiel in der Unification Village an, wo man auch Wasser kaufen kann. Rucksäcke können mitgenommen werden, verbleiben aber teils im verschlossenen Reisebus. Beim JSA-Teil, also bei dem die blauen bekannten Baracken auf der Grenzlinie besucht werden, darf man in der Hand nur drei Sachen tragen: den Reisepass, nackt, das Smartphone, auch nackt, keine Verpackung drumherum, und drittens die Kamera, auch nackt, ohne Tasche oder so.
Den Anweisungen der Tourführer ist vollends Folge zu leisten. Südkoreanischen Militär ist es übrigens untersagt, die blauen Grenzbaracken zu betreten. Die Stadt Busan liegt an der Südspitze Südkoreas und die Metropole gilt als die zweitgrößte des Landes. Etwas Fußmarsch eingerechnet, lassen sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch per Metronetz erreichen. Die koreanische Tempelkunst kann man zum Beispiel am Beomyosa-Tempel erleben. Es handelt sich um ein größeres Gelände mit gleich mehreren Gebäuden. In den Bergen gelegen, führt eine kurvenreiche Straße ca. 3 Kilometer von der Station Beomyosa den Hügel hinauf. Unter dem Stichwort Historic Culture Village firmiert Gamcheon. Das Altstadtviertel fasziniert durch seine blauen Dächer, bunten Häuser und engen Gassen. Optisch gleicht es zunächst einem armen Viertel in Südamerika. Dennoch ist hier natürlich die Sicherheit gegeben und alles sehr ansehnlich gestaltet. Schließlich ist ein Besuch am Haeundae Beach zu empfehlen, zu erreichen über die gleichnamige Metrohaltestelle. Die ausgedehnte Strandbucht weist feinen Sand auf und ist umringt von einer Häuserzeile. Über das Metronetz ist man schnell von A nach B gefahren. Es ist nicht so dicht ausgebaut wie in Seoul, aber dennoch breit und gut bedienbar. Am Automaten kann man eine Tageskarte für 4.500 Won lösen. Essen und Trinken sind in der Metro nicht, wie zum Beispiel in Singapur, verboten. Dennoch sollte man alles stets sauber verlassen. Die Sauberkeit ist nämlich auffällig im positiven Sinne. Das waren in Kürze meine Tipps zu Südkorea. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt. Ja, dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir aber noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und natürlich auch noch die kleine Glocke anklickt, um künftig keine neuen Videos zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.